Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Survival. In der letzten Folge haben wir die Dorfbegrenzung weitergemacht und auch diese Folge wollen wir hier anknüpfen. Ich werde versuchen, nicht allzu viel zu quatschen und dass wir hier auch einen kleinen Fortschritt mit dem Zeitraffer erzielen. Also lehnt euch zurück, genießt schon mal die Show hier. Wir werden auf jeden Fall hier mit der geraden Wand weitermachen und das Ganze hier dann verknüpfen. Hier die Wand ist auch noch nicht fertig. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir hier zwischendurch Cobblestone holen, Erde holen, mal die Baumform betätigen und natürlich ein paar Steine schneiden. Ja, das machen wir jetzt einfach und dann schauen wir mal, wie weit wir diese Folge kommen. So, meine Lieben, es ist dunkel geworden. Wir legen uns kurz schlafen und dann geht's auch direkt weiter. Suppi, sehr schön. So, ausgeruht und schon geht's hier wieder an die Mauer. Wir haben keine Mauer mehr, also muss der Stein mit einmal her. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wollen wir hier von unten nochmal betrachten? Ja, das ist noch gar nicht fertig hier. Muss auf jeden Fall noch weg. So, von weiter weg betrachtet haben wir jetzt hier die gerade Mauer einmal Richtung Eisenfarm, dann eine Schräge und hier wieder bis zur Treppe. Das können wir auch erstmal so lassen. Sieht doch eigentlich ganz nett aus, die Mauer ist dann schon mal befestigt. Der nächste Schritt wäre jetzt von drinnen die Erde einmal anzuschütten, um hier eine Ebene zu schaffen. Wir wollen ja hier nicht so einen Krater runter zur Mauer und dass die hier nachher so instabil ist, sondern wir wollen sie ja schon gegen den Hang aufmauern. So, das heißt, wir müssen einmal ganz kurz ins Lager. Ein bisschen Erde haben wir noch, die können wir verbrauchen, aber dann müssen wir auch schon Nachschub holen. So, das war's. Ab ins Lager, neue Erde holen und dann können wir den Rest auch noch auffüllen.
Die Erde reicht wohl immer noch nicht. Wir können hier auf dem Weg zurück. Eigentlich auch schon mal hier bei den Wegen. Das Gras und so wegmachen. Da kommt nämlich nachher Gravel rein. So gewinnen wir auch schon mal Erde. Und bereiten den Weg schon mal vor für die Vollendung. Also zwei Fliegen mit einer Klappe. Sehr schön. Nein, da will ich auch keine 1 reinmachen. So, ein bisschen Gravel. Das wollten wir. Und die ganzen Blumen mal weglegen. Die müllen uns hier das ganze Inventar voll. Beziehungsweise das hier kann, glaube ich, weg. Und das muss in die Baumfarm. Das können wir auch kompostieren. Gar keine Frage hier. Machen wir das noch, bevor es hier dunkel wird. So, das einmal kompostiert. Die anderen beiden Saplings hier einmal in die Baumfarm gelegt. So, sehr schön. Ich hoffe, wir werden ein bisschen produktiver, wenn ich hier mehr im Zeitraffer einmal diese monotonen Arbeiten verrichte und weniger quatsche. Ich glaube, das hilft allen ganz gut. Und ja, dann lass uns mal schlafen gehen und am nächsten Tag frisch weitermachen. So, schnell wieder hier zurück. Haben wir denn hier den Gravel? Auf dem Weg können wir ja die Wege schon mal wieder hin platzieren. Hier vorne fehlten auf jeden Fall noch 2. Und dann können wir, ja gut, darunter müssen wir eigentlich Cobblestone setzen. Müssen wir mal schauen, ob die Hütte auch so stehen bleibt. Vielleicht machen wir noch was anderes draus. Gucken wir mal. So, hier kann auf jeden Fall wieder Gravel rein. Dann ist der Weg aus dem Dorf raus auch schon mal fertig und wir können hier die Ebene weitermachen. Super, so haben wir das geschafft. Jetzt haben wir hier eine eigene Ebene nochmal errichtet. Hier einmal ums Haus könnten wir quasi drum herumlaufen. Ja, das ist doch sehr schön. Hier vorne, das können wir auch ein bisschen mal wegnehmen. Hier, das stört ja, das ist noch gar nicht hier auf der Höhe. Perfekt. Und weil wir uns diese Folge hier wieder mit der Dorfbegrenzung und der Ebenenanpassung hier beschäftigen, können wir auch direkt mal schauen, was wir hier vorne noch machen. Ja, wo eine weitere Dorfbegrenzung hinkommt. Und wir müssen ja natürlich auch hier die Ebene eigentlich noch anschütten, dass wir das hier ein bisschen gerade machen. Dafür müssen wir nur vorher schauen, wo denn hier die Grenze, die nächste Ebenengrenze verläuft. Ich würde schon beinahe hingehen und sagen, hier vorne, das scheint mir ja schon der nächste Abschnitt zu werden. Müssen wir mal gucken, wie viel Distanz hätten wir denn? Wir können nochmal hier vorne hingehen und das hier als Eckpfosten nutzen. Sagen, hier kommt dann auch direkt die neue Grenze hin. Hier von der Eisengolem-Farm. Da haben wir ja hier schon die Erde quasi abgesteckt. Das war ja schon das Ziel. So, dann gehen wir einfach mal von dem hier geradeaus ein bisschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder mal eine Fackel drauf. Da müssen wir auch wieder neue haben. So, ja, passt alles. Hier kommt dann auch der Weg natürlich noch weiter in die Richtung. Ja, da vorne ist Klippe. Müssen wir mal schauen, wohin er dann führt. Bis dahin können wir ihn aber auf jeden Fall geradeaus weiterführen. Gar kein Problem. So. Auch Gravel können wir direkt daneben setzen. Warum denn nicht? So, dann führt der Weg auf jeden Fall schon mal hier bis zur neuen Begrenzung heran. Das ist doch schon mal was. So. Und dann müssen wir gucken. Also hier kommt auf jeden Fall dann wieder Begrenzung hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hier ist ja der Weg. Das stimmt so. Wir müssen uns auf jeden Fall neue Fackeln machen und dann können wir hier weiter alles abstecken. So, einmal zurück ins Lager. Gucken, wie hier der Bestand ist. Wir können auch einiges hier zusammenlegen noch, sehe ich gerade. Ja, die eine Falltür, die kann ich auch direkt mal hier platzieren. Das ist auch noch so ein Ding. Eigentlich müssten wir die auch ganz kurz hier überall ausstatten, bevor wir eine neue Ebene anfangen. Denk mal, das machen wir auch eben. Und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Bei der neuen Grenze schon mal anzeichnen.
dass wir sie dann in der nächsten Folge auch wieder im Zeitraffer ganz schnell auffüllen und errichten können. Ja, ich denke, das ist eine gute Arbeitsweise. So werden wir produktiv und zeitschonend voranschreiten. Fast die Fackeln vergessen. Gut, dass ich noch dran gedacht habe. Dann können wir auch hier nämlich hier überall mal die Falltüren platzieren. Die fehlen ja auch noch auf dieser Höhe, hier auf dieser Ebene. Dann sieht das schon mal schick aus. Jawohl. So, jetzt haben wir schon so viele gecraftet und es reicht immer noch nicht. Wir haben jetzt hier noch auf jeden Fall 3, 4 Stück übrig. Hier vorne müsste eigentlich auch noch was hin, aber hier müssen wir wahrscheinlich noch die Ebene ein bisschen angleichen. Gucken wir mal. Also 4 Stück könnten wir noch craften. Moment, Gravel haben wir doch auch noch hier im Inventar. Machen wir hier den Weg ein bisschen weiter. So, perfekt. Gut, dann können wir noch den Rest der Folge ein bisschen die neue Grenze anzeichnen von der neuen Ebene. Sehr schön. Und hier würde ich schon beinahe auch ein Tor reinmachen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie eins aus dem Lager mal mitnehmen, dass man dann auch hier irgendwie durchkommen kann als, ja, ich sag mal, Personaleingang und dass hier der offizielle Eingang ist. So, müssen wir natürlich dann verschließen, dass die ganzen Monster so hier am Eisengolem und bei der Katze vorbei müssen. Und sich nicht hinten einfach drumherum drücken und schleichen. Das wollen wir natürlich nicht. So, gucken wir jetzt mal. Also hier ist die Grenze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich hier hingehen und hier vorne einmal schräg entlang. Vielleicht gehen wir auch schon vorher schräg. Hier ist es ja schon relativ... Ja, hier geht es ja relativ tief runter. Hier ist es relativ hoch. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir es auch direkt mit Cobblestone und Holz. Dann wissen wir auch direkt, wo wir sind. Ich denke, das ist auch eine... gute Idee. So, und dann würde ich hier jetzt gerade gehen. Also einmal schräg und dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, es ist nur Regen und kein Gewitter. Gut, beides wäre nicht schlimm. Gleich wird es eh Nacht. So, und dann hier wieder gerade rein. Wir haben dann jetzt hier einmal den Hang ein bisschen abgefangen. Wir wollen die natürliche Form dieser Landschaft hier auch ein bisschen beibehalten. Deswegen passen wir die Mauer einfach auch den Hängen an. Und gehen jetzt hier einfach nochmal gerade. 1, 2, 3, 4, 5 und dann die 6. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. 6 gehen wir dann hier lang. Dann haben wir hier 2 dazwischen. Es wird dunkel. Wir legen uns kurz schlafen und dann können wir am nächsten Tag noch ein bisschen weitermachen. So, ich hoffe, das Unwetter hört jetzt auf. Perfekt. Sonnenschein, das habe ich am liebsten. Können wir jetzt hier nochmal schauen, wo die Mauer dann entlang geht. Also einmal hier schräg, dann gerade den Hang entlang. Ihr seht das natürlich jetzt wieder im Replay-Mod ein bisschen schöner dann wahrscheinlich. Ich muss das jetzt hier ein bisschen ausklamüsern. Und dann gehen wir hier gerade und die Überlegung ist, gehen wir jetzt hier wieder gerade oder gehen wir hier schräg? So, ich habe auch gar keinen Cobblestone mehr jetzt, um das anzuzeichnen. Dann wieder sehr toll von mir. Machen wir mal den hier wieder weg. Denn ich denke, wenn wir hier schräg gehen, haben wir mehr vom Hang abgefangen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt hier nämlich wieder einer hin. Ja, ich denke, das ist besser. Gehen wir hier nochmal schräg.
gut, aber dafür brauchen wir dann wieder neuen Cobblestone. Setzen wir einmal die Grenze und dann können wir nämlich in der nächsten Folge einfach im Zeitraffer ganz genüsslich bei ein bisschen Hintergrundmusik zuschauen oder ihr könnt zuschauen, wie das Ganze hier dann errichtet wird, wie ich dann die Mauer weiter voransetze. Das ist eigentlich immer das gleiche Schema. Das mache ich jetzt ein bisschen durch und dann müssen wir auch gar nicht immer so lange quatschen, wenn ich immer neuen Cobblestone hole oder neue Erde. Nein, dann wird das einmal durchlaufen im Zeitraffer und ihr seht, wie das Ganze wächst. So, das ist das Ziel. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Folgen auch mal ausprobieren. Ihr habt dann auch ein bisschen Zeitersparnis, wenn ich dann in einer Folge die ganze Zeit im Zeitraffer hier die Mauer hochziehe, ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Sehr schön. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommt dann wieder hier Erdklotz hin. Holzklotz meine ich. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich würde sagen, eine gehen wir noch. Oder sollen wir gerade gehen? Gehen wir hier gerade. 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann gehen wir mal hier hoch und schauen mal, wo das Ganze hier lang führt. Hier sind wir dann Richtung alter Eisengolem-Farm unterwegs. Ja, hier ist ja dann nachher das Industriegebiet, sag ich mal. Da wollten wir ja ein bisschen Distanz zu wahren. Deswegen hatten wir die Farm da hinten auch angesetzt. So groß soll das Dorf gar nicht werden. Das heißt, ich würde hier bei dem Berg schon aufhören und hier einmal rübergehen. Nehmen wir das hier einfach als letzte Instanz. Machen hier eine Mauer hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann gehen wir einfach mal gerade hier entlang. Schauen wir mal, wo enden wir dann? Oh, hier ist ein Loch. Da müssen wir auf jeden Fall außen drum herum. Ach, das ist die Höhle. Ja. Gut, also da müssen wir auch drauf aufpassen. Löcher dürfen wir auf jeden Fall nicht drin haben, sonst fallen dann nachher die Villager runter. Das wäre natürlich nicht so schön. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen. Bis zum Loch können wir auf jeden Fall gehen. Ich muss essen. Bin die ganze Zeit hier am Sprinten. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Bis dahin können wir gehen. Was ist, wenn wir jetzt diagonal gehen? Geht das? 1, 2, ja, das müsste gehen. 1, 2, 3, 4, 5 und die 6 wieder. 1, ui, hier müssen wir auf jeden Fall absperren, dass da keiner runterfällt. 2, ja, ich sehe da schon, das wird auf jeden Fall ein heikles Verfahren hier. So, 3, 4, so, dass hier keiner runterfällt. So, wie viel habe ich jetzt gezählt? 4, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier natürlich wieder der Holzbalken. So, und theoretisch könnten wir hier bis zum Wald gehen und nehmen diesen Hang hier noch mit. Das gehört noch mit zu unserer Ebene. Also 1, 2, 3, 4, 5, so 6 und dann gehen wir gerade. Da müssen wir wahrscheinlich den ein oder anderen Baum hier vorne noch fällen. Ja, um die Lichtung ein bisschen größer zu machen. Aber dann haben wir den Hang hier mitgenommen. Dann gehen wir hier eine Rundung. Der geht ja hier entlang, genau. Dann gehen wir hier einmal am Hang entlang. Enden ungefähr hier und dann können wir hier wieder gerade gehen. Ja, vielleicht nehmen wir hier die Kurve noch mit. Vielleicht gehen wir hier wieder rein oder wir machen es hier gerade. Schütten das Ganze an. Haben wir ein bisschen mehr Platz auf der gleichen Ebene. Eigentlich auch ganz nett. Gehen wir mal zurück und deuten hier die letzten Blöcke einmal an. Mal hier durch die Bäume. So. Ja, den müssen wir eigentlich auch fällen. Baumfarm müssen wir auch wieder betreiben. Haben gar kein Holz mehr. Das kommt aber dann auch schon wieder in der nächsten Folge. So, 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier wieder Holz. Ich hoffe, das verschwindet jetzt trotzdem. Ich denke aber nicht. Müssen wir dann alles fällen. Gut, machen wir mal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann können wir hier wieder schräg gehen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt hier wieder ein Baumstamm hin. Sehr schön. Nochmal nachgezählt. Nicht, dass ich mich hier vertue. Das mache ich eigentlich ganz gerne beim Abzählen. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber manchmal schafft man es halt nicht ganz bis 6 zu zählen. Ja,
kommt auch mal vor. So, sieht aber gut aus. Und das heißt, wir machen an dieser Stelle hier Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, nachdem ihr eure Meinung unten in den Kommentaren geschrieben habt, da sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dann wieder heißt, hier der Dorfausbau muss weitergehen, die Grenzen müssen gesetzt werden und dann auch errichtet. Wie gesagt, ich versuche das ein wenig anders aufzunehmen, dass ich mehr Zeit drauf einbaue bei so monotonen Arbeiten, dass ihr ein bisschen Abwechslung drinne habt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!